Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Phoenix Wright Dual Destinies. Wir befinden uns nun im Kunstraum. 25. Oktober, Theme is Legal Academy, 3. Stock, Kunstraum. Hahaha, ja, sieh mal einer an, meine kleine Anwaltsfreundin ist wieder da. Danke nochmal, dass Sie für uns vorhin das Banner runtergeholt haben. Ha! Keine Sorge, das habe ich doch gerne gemacht. Diejenigen zu helfen, die es brauchen, das gehört zur Gerechtigkeit dazu. Richtig. Also dieser Kunstraum, das ist der wirkliche Tatort, wo der Mord geschah? Das ist richtig. Ihr könnt es nicht mit dem Auge sehen, aber da ist Blut auf dem Boden. Das Gebiet, das mit dem Seil abgespannt ist, markiert den Fleck. Die polizeiliche Untersuchung ist fertig. Wenn ihr also rumschauen wollt, dann probiert es aus. Oh Gott, und mit dem muss ich auch noch reden? Na toll. Kunstraumuntersuchung. Haben Sie irgendetwas Neues gefunden, Inspektor Fulbright? Gute Frage. Unglücklicherweise bringt die Antwort nichts mehr. Er wirkt ziemlich sehr selbstbewusst dafür, dass er nichts gefunden hat. Aber wenn wir außerhalb des Kunstraumes besprechen, da gab es einen großen Durchbruch. Oh mein Gott. Bis ich herausgefunden habe, was es ist, weiß ich nicht, was ich dagegen tun sollte. Kein Grund für solche Theaterquatsch. Mir wurde gesagt, dass ich euch ruhig einweihen darf. Wow, Sie haben direkt durch mich hindurchgeschaut, Inspektor. Ich bin beeindruckt. Jetzt muss ich... Was? Suchst du etwa eine Verhaftung wegen Mordes durch unberechtigte Schmeicheleien? Hä? Verstehe ich nicht so ganz, egal. Der Durchbruch. Also, was ist dieser große Durchbruch, den Sie gerade erwähnt haben? Ja, ihr wollt es wissen! Wollt ihr es wirklich wissen? Wollt ihr es wirklich, wirklich? Kommen Sie schon, erzählen Sie es uns einfach. Oh, ihr macht überhaupt keinen Spaß. Jedenfalls, wir haben die Ergebnisse von der Stimmenanalyse. Stimmenanalyse? Sie meinen das vom Kassettenrekorder? Ganz richtig. Die Stimme gehört der Verdächtigen, Miss Woods, ohne jeglichen Zweifel. Sehen Sie das hier? Sie haben diese Stimme von oben nach unten untersucht. Stimmenanalyse, der Gerichtsakt hinzugefügt. Die Ergebnisse der Stimmenanalyse, die von einem Kassettenrekorder aufgenommen wurde. Ja, darf ich es vorher lesen? Ich will das vorher mal lesen. Danke. So, schauen wir uns das mal an. worum geht's? Hintergrund. Gehört die Stimme, die schreit, You are Guna, gehört sie zu Juniper Woods? Ergebnis, die Stimme ist eine perfekte Übereinstimmung. Notiz 1. Es wird noch getestet, ob danach noch
Ach so, ob noch das bearbeitet wurde nach dem der Aufnahme, okay. Notiz 2. Die Kassette hat noch 10 Minuten und 35 Sekunden Geräusche, die untersucht werden müssen. Okay. Also so ganz fertig ist die Analyse noch nicht. Wir können gespannt sein. Und ihr dachtet wirklich, die Stimme hat gesagt, Hyo-Okana. Danke für das gute Lachen, Miss Sykes. Er ist die letzte Person, die ich möchte, dass mich auslacht. Nun gibt es also einen Beweis, dass Juniper geschrien hat, sie sind erledigt, um den Zeitpunkt des Todes. Wenn wir das als die Wahrheit nehmen, was für einen Sinn sollen wir daraus nehmen? Ich weiß nicht. Ich kann mir überhaupt nicht denken, keinen Grund denken, warum Juni so etwas sagen würde. Gut, dann untersuchen wir mal ein bisschen. Dann schauen wir uns doch mal das an. Das ist der Bereich, der mit dem Seil abgespannt wurde. Dort wurde eine große Blutspur gefunden. Um es kurz zu sagen, das Opfer wurde hier erstochen oder hier ganz in der Nähe. Die Tatsache, dass das Blut nicht sichtbar ist, bedeutet, dass es jemand weggewischt hat, richtig? Richtig, aber wir konnten Spuren von Blut finden. Das einfache Wegwischen vernichtet nicht alle Beweise des der Straftat. Und das, um es kurz zu sagen, in der Nutshell ist Gerechtigkeit, richtig? Ich würde es sehr bevorzugen, wenn Sie mir die coolen Sätze überlassen würden. Kriegst du nicht, du Arsch. Was haben wir denn hier? Hey, es ist verschwunden. Erinnerst du dich an diese komische Statue auf dem Schulkamerafoto? Du hast recht. Ich frage mich, wo es verschwunden ist. Robin ist ein Mitglied des Kunstclubs. Vielleicht kann sie uns Licht ins Dunkle bringen. Da haben wir Kabel. Ein Kabel und eine Trommel. Also hier wird so wird also die Banner nach innen und außen gebracht. Da ist ein guter Blick auf die Bühne von hier. Staatsanwalt Garvin steht immer noch vor der zerbrochenen Statue. Du warst es also wirklich nicht, Apollo? Keine Angst, du kannst es mir schon sagen. Ich werde es niemandem weitersagen. Ich werde niemals meinen Namen reinwaschen können, bis wir den wahren Täter gefunden haben. Die Uhr müssen wir abchecken, genau. Angeblich geht die ja falsch. Das ist die Uhr, die dieses große Problem für Juni verursacht hat. Lass uns das mal näher beobachten. Verschwendet eure Zeit nicht. Ich habe sie überprüft und sie geht hundertprozentig genau. Sind Sie sich sicher? Wie haben Sie das überprüft? Natürlich bin ich mir sicher. Ich habe sie mit meiner eigenen Uhr abgecheckt. Sehen Sie? Inspektor Fulbright, haben Sie nicht bemerkt, dass Ihre Uhr stehen geblieben ist?
Hat es das? Das ist ja, nicht akzeptabel. Wir können offensichtlich nicht uns auf ihn zählen. Lass uns mal selber schauen. Du Opfer! Mongo-Inspektor! Lass uns mal schauen. Warte eine Sekunde. Sie geht eine ganze Stunde vor. Nun, Inspektor? Aber... Diese Uhr muss ebenfalls eine Stunde vorausgegangen sein, als dieses Foto gemacht wurde. Wenn das so ist, dann würde es perfekt zu Junis Aussage passen. Staatsanwalt Blackwell wird das nicht gern haben. Ich fühle mich schon, oder ich habe schon ein bisschen Mitleid für den Inspektor. Fast. Du kannst ja wenigstens so tun, als hättest du Mitleid mit ihnen, indem du dieses große Grinsen da vom Gesicht wegwischen würdest. Warten Sie eine Minute. Die Uhr ist jetzt eine Stunde voraus. Ja, das ist sicher. Aber was für Beweise haben Sie, dass sie auch am Tag des Mordes eine Stunde vorausging? Das ist eine gute Frage. Warte, ich denke, das hat etwas damit zu tun. Inspektor Fulbright, Sie stimmen mir zu, dass da draußen oder hinter dem Fenster ein Mond ist, richtig? Sicher, es sieht nach einer gut gezeichneten Mondphase aus. Aber wenn Sie jetzt dieses Fenster sich betrachten, wo die Trommel dran ist. Dann werden Sie sehen, dass der Blick da drüben auf die andere Seite des Schulgebäudes ist. Oh, dann, was hat dieser Mond denn da zu suchen? Ich frage mich... Staatsanwalt Garvin, Sie sollten doch am Schulfestival mitwirken, richtig? Das ist richtig, aber ich habe die Bühne nicht bis gestern gesehen. Dieser Hintergrund da mit dem Sternenlicht und diesem Mond sieht überhaupt nicht schlecht aus. Ist das nicht derselbe Mond, der ebenfalls auf dem Hintergrund aufgemalt ist? Der Beweis ist hier, Inspektor. Dies zeigt, dass dieses Foto um 6 Uhr gemacht wurde. Ach du Scheiße, wir können diese Fotos tatsächlich verwenden, und zwar jetzt schon. Und zwar, ja, was verwende ich denn jetzt eigentlich? Also ich zeige einfach direkt die Fotos, weil um 6 Uhr wurde hier diese Fotos gemacht und die Bühne, der Hintergrund wurde dann nach oben gehoben und dadurch kam dieser Mond zustande. Nimm das! Ich weiß, was der Mond in Wirklichkeit ist. Und wenn Sie sich diese Fotos anschauen, dann werden Sie es auch wissen. Dieses Foto zeigt, woher der Mond auf dem Foto herkommt und die Wahrheit hinter Junis Aussage. Was? Wo? Wo wird das gezeigt? Wenn Sie genau hier hinschauen, dann wird alles kristallklar. Ich würde mal jetzt darauf zeigen... Oder auf die Uhrzeit. Auf die Uhrzeit komme ich nicht so richtig. Von daher zeige ich mal da drauf. Nimm das! Sie haben immer noch die Bühne vorbereitet. Deswegen war der Hintergrund noch nicht an seinem Platz. Dieses Foto zeigt,
wie sie gerade den Hintergrund bewegen. Ich kann das sehen. Das ist dieses diese große Tafel da, die da rumhängt. Die Größe passt ebenfalls. Ah, aber es gibt kein Bild. Das ist ein wichtiges Detail. Das ist es. Aber ich denke, was wir gerade hier sehen, ist Hinterseite des Hintergrunds. Die Rückseite, hä? Ganz genau. Und etwa um 6 Uhr, als dieses Foto gemacht wurde, wurde genau ein Foto von dieser Tafel ebenfalls von vorne aufgenommen. Was meinen Sie mit vorne? Die Vorderseite ist doch vor einer Mauer. Und da liegen Sie falsch. Was ist mit dem Fenster? Und erinnern Sie sich daran, dass wir gesagt haben, dass der Mond überhaupt nicht auf diesem Foto existieren sollte? Schauen Sie sich das an. Wollen Sie etwa sagen, dass der Mond hier etwa zum Hintergrund gehört? Ganz genau. Um es kurz zu sagen, dieses Foto wurde gemacht, während der Hintergrund bewegt wurde. Und wie Sie sehen können, war es etwa um 6 Uhr, als der Hintergrund an seinen Platz bewegt wurde. Und das bedeutet, dass die Uhr im Kunstraum tatsächlich, ebenfalls eine Stunde vorausging, am Tag des Mordes. Eieieiei. Wie kann ich mich jetzt in Staatsanwalt Blackwell gegenüberstellen? Ha! Hab ein Loch in den Beweisstück der Anklage reingeschossen. Oh yeah! Saubere Arbeit. Was wird die weitere Untersuchung bringen? Das sehen wir im nächsten Part. Bis dann.